Ja, Leute, hier sind wir. Und hier, ich kann da so auf das Dach drauf. Bringt mir das was? Nicht wirklich. Aber ich kann es. Darum geht es. Zack. So, hier hätte ich auch drin viel zum Explodieren bringen können. Schade eigentlich. Hinterher ist man immer schlauer. Da hätte ich vielleicht irgendwie mich rumstealthen können um die Leute gerade. Und dann, weiß ich nicht, hier riesige Explosion verursachen, dann hätten sie mich sowieso gefunden. Hier rutsche ich runter, oder? Nee. Oh, okay. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Oh. Ach nee, kein Bock, ich renn weg. Kein Bedarf. Kein Bedarf. Ich habe hier sowieso noch nicht alles erkundet. Geht mal weg. Ach, es geht hier überall hoch. Scheiße. Ich wollte erstmal hier unten gucken. Alter, die kommen mir einfach. Hallo. Ich habe gesündigt, ja. In Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ja, ich glaube nicht, dass dir da jemand für vergeben wird. So, fertig gelesen. Ey. So. Das war mal wieder nicht besonders schwer. Okay, alle habe ich sie noch. Oh, habe ich sie alle? Nee, ne? Die Musik ist noch nicht ganz weg. Ich wollte nur mal gucken, was hier noch so rumliegt, aber das ist scheinbar sowieso eine Sackgasse gewesen. Bis auf dieses eine Sammelobjekt. Ah, eine Kiste haben wir noch. Vollautomatikflinte. So viele verschiedene Flinten und ich brauche doch nur eine. Habe ich den? Ich hab den, ne? Boah, bin ich gut. Ach, von hier könnten die auch kommen. Das sieht mir aus wie ein. Ach, guck mal hier, weil wir es zum Aufbrennen. Und zum Lesen. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz.
Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Außer ihr fragt ganz nett. Auf Bärisch. Ach, das ist mir noch zu viel. Das ist mir zu viel Tumult. Ich will erstmal diese Typen da umlegen. Was soll denn das? Ich will doch nur... Oh, ja, nein. Die können ziemlich genau zielen und werfen. Dafür, dass sie in allen anderen Belangen so dumm sind, ist das ziemlich erstaunlich. Ah, lebt immer noch. Ja. Ohne schnelles Heilen wäre ich schon längst verloren, glaube ich. Oh oh. Nein, ne? Ich will mich nur verstecken. Also nicht verstecken, aber... Natürlich, endlich. Was heißt natürlich? Ich wollte nur irgendwas sagen. So, jetzt muss ich aber nochmal ganz schnell wieder, bevor ich es verpasse, wenn ich meine Gegner looten, das kann man ja immer noch. So viel bringen tut einem das ja nicht außer Munition. Voll die sinnlose Ecke hier. Egal. Ich muss mal schnell zurück. Kann ich hier rüber? Nein, natürlich nicht. Auch voll die sinnlose Ecke. Oh, aber vorher noch mal ein bisschen Munition mitnehmen. Warum auch nicht? So. Ich muss nämlich mal... Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie... mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Okay, das war wohl der Typ, dessen Nachricht wir ganz zu Anfang des Spiels gefunden haben, der Gefallen daran gefunden hat, Menschen zu töten. Offenbar hat er seine Meinung nicht geändert. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ich meine, ich finde ja irgendwie auch Gefallen daran, wenn man so spricht. Ich meine, im Spiel zumindest. Also macht euch keine Sorgen, Leute. Wenn ihr mich im Real Life treffen solltet, dann werde ich nicht versuchen, euch umzubringen. Vermutlich. Das hier oben ist auch ein mehr oder weniger sinnloser Bereich.
unten war ich schon, ja. Es ist manchmal nicht so leicht nachzuhalten, wo du schon warst und wo nicht. Aber mit den entsprechenden Feuerpfeilen. Huch. Ah. So. Können wir mal gucken, was hier hinter ist. Auf der Karte steht erstmal nichts Besonderes, aber wer weiß. Ach, hör mal. Hab dich nicht so. So, ein bisschen von dem Erz. Glitzerndes Stein. Zack. Mach doch mal dein Licht an. Okay, Licht geht hier nicht. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Und das, muss ich sagen, ist, wenn man Atheist oder Halbatheist ist, glaube ich noch, dass die, wie sagt man, zustimmenswürdigste Beschreibung darüber, was Gott und Religion ist, finde ich. Etwas zusammengestaucht, muss ich sagen, und ich will mich gar nicht groß darüber unterhalten, aber ich finde, auf diese Sachen könnten sich viele Menschen einigen, was der gesagt hat. Wahrscheinlich war der deswegen in dieser Story so beliebt, der Prophet. Naja, so. Wo noch das hier, noch eine Kiste mit Zeug und hier noch ein bisschen glitzerndes Steinchen. Verniedlichung passt wahrscheinlich nicht ganz zu dem Zeug, aber egal. So, das war's. Aber ich meine, gut, wir haben ein Schriftstück gefunden. Das ist besser als nichts. Und deutlich besser als nur glitzernde Steinchen. So, dann gucken wir doch mal. Gehen wir mal weiter, weil ich glaube, hier habe ich die Häuser alle abgesucht. Also diesen Bereich habe ich hier weitestgehend besucht. Es ist hier auch gar nichts mehr zu finden. Hier ist noch ein Münzversteck. Das ist aber da oben. Das gönne ich mir auch mal direkt. Ich hoffe, dass ich anhand der Karten, die ich gefunden habe, mittlerweile dieses Tal hier einigermaßen ausgebeutet habe. Könnte ich mir an der Prozentzahl mal anzeigen lassen. 61, ja gut, es gibt noch eine. Aber ich habe auch hier links diesen Hauptbereich noch überhaupt nicht durchsucht. Dazu zählen ja auch die Gräber und alles. Dokument. Warte mal, in welchem der Gebäude war das? Was? Wo? Bin ich doof? Ach, da oben, in der Kathedrale. Ja gut, da gehen wir jetzt hin. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich in eine kurze Minikatzchen geworfen. Lava kommt irgendwo an, versteckt sich in einem Busch und dann stehen da 20 Feinde, die irgendwas über den, über Konstantin sagen oder sowas, wie gut er ist. Und wie schön man bei Trinity bezahlt wird oder so ein Scheiß. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Nun, mit dieser Einstellung kann ich mich aber gut identifizieren. Ich bin auf jeden Fall nicht das Ziel. Ich denke mal, das wird sich gleich anders anfühlen, wenn die nächsten Feinde kommen, aber man kann ja hoffen. Vielleicht geben die ja dann auf und sagen, ach nee, du bist nicht so wichtig, wir müssen die göttliche Quelle hier suchen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Boah, das ist auch wieder so eine
Ach, da kann ich hoch. Karte? Was ist das denn? Ach, das ist so ein Funkgerät. Ach, shit. Das sind jetzt so Annäherungsminen und so, ne? Ist mir nie aufgefallen, dass die so aussehen. Wahrscheinlich habe ich schon 20 Stück davon gesehen. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Gut, dass sie aber nur Bruder und Schwester sind, Konstantin und Anna. Weil sonst wäre die ja fremdgegangen, sozusagen. Mit Lord Croft, das geht ja nicht. Kann ich das hier nicht nochmal mitnehmen? Mal gucken, muss ich das nochmal präparieren? Nein, muss ich nicht. Ach, schade, wahrscheinlich kann ich das eh nicht mitnehmen. Ah ja. So. Da kann ich hin, ja. Ich will nochmal kurz gucken, wo ich hier entlang klettern kann. Ich glaube nicht, dass mir das wirklich viel bringt hier. Ist wahrscheinlich nur so ein alternativer Weg hier hoch gewesen. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte so einen Strafe-Sprung machen und dann irgendwie in eine Kurve springen. Aber das geht wohl nicht. Habe ich hier noch irgendwas in diesem Gebäude? Nee, ne? Nee. So, dann auf geht's mit unseren neu erworbenen Fähigkeiten. Lass mich raten, das ist hier sehr ruhig. Hier kommen gleich Gegner. Und Hauptsache, ich bin gegen den Vogel gelaufen. Die Vögel, die werden auch ein bisschen seltsamer jetzt gerade. Oder liegt auch vielleicht daran, dass hier sein Nest war. Sah aus wie ein Rabe. Können die fliegen? Ja, ne? Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Ihr werdet aber doch auch pro Generation stärker. Ihr klaut zum Beispiel die Waffen der Gegner. Das ist jetzt ein bisschen gelogen, ne? Also ein bisschen schlecht, also ein hinkender Vergleich. Ich muss mir unbedingt mal merken, dass ich irgendwann, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwas Spannendes im Leben erlebe, auf jeden Fall überall USB-Sticks und Voice-Recorder hinterlasse, egal wo ich hingehe, und die dann random verteile, damit jeder, der nach mir kommt, die dann so finden kann wie Laura hier. Es gibt nichts zu erzählen? Unfassbar. So, was haben wir denn für Waffen-Upgrades? Aha. Pistolen-Upgrades ohne Ende haben wir mal gemacht. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich habe einfach alles gemacht. Weil ich meine, es kann ja nur besser werden. Und diesmal werden wir wieder etwas für Kämpfer tun. Weil wir kämpfen sehr viel gerade. Tod von oben bringt mir nichts. Geräuschloser Killer. Das will ich haben. Geräuschloser Killer. Hatte ich das nicht vorher auch schon? Man konnte doch geräuschlos killen. Aber ohne Feinde in der Nähe zu alarmieren, könnte bedeuten, dass wir vielleicht
Weniger Feinde in der Nähe alarmieren. Hey. So. Ich bin echt klug, ne? Die Sachen... Oh, was? Exotisches Tier? Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist... Sophia, ich bin fast an der Kathedrale. Weißt du irgendwas, das mir hilft, den Atlas zu finden? Nur die Geschichten unserer Ältesten. Wir betreten sie nicht mehr. Jetzt heißt es ja, Archive tief unten, die man durch Tunnel aus der Haupthalle erreicht. Aber mehr weiß ich nicht. Alter. Die mein Ziel. Sei vorsichtig. Trinity ist schon drin. Es kommen noch mehr von ihnen. Na komm halt. Ich nehme die Shotgun. WTF? WTF, Alter, das war ja wie viel... Bruder, wie viel Pistolen, wie viel Shotgun-Schüsse braucht das? Braucht das Viech? 10 Stück oder was? Und fast jeder hat getroffen, muss ich dazu sagen. Und dafür kriege ich nur 2x Fell? Ah, gut, immerhin habe ich hier noch so ein Versteck. Das kam jetzt sehr unerwartet. Ich hoffe, das war nur der eine. Was war das für ein Viech? Irgendeine Wildkatze auf jeden Fall. Ja, tut mir sehr leid, ne? Aber es hat zuerst angegriffen. Das kann aber nicht auch nur bedeuten, dass hier keine Feindeshorden sind. Weil die müssten ja auch gegen dieses Tier gekämpft haben. Oder hätten kämpfen müssen. Ach, guck mal. Hier haben wir noch was. Das war wohl sein Mittagessen. Jetzt ist es meins. Oh, ich bin schon ganz oben hier. Relikt. Ich hätte besser auf die Karte gucken sollen. Da stand ja sogar, dass das Viech hier lebt, aber... Naja. Man ist erst hinterher schlauer, ne? Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Hm, kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Jo, das sieht man an dieser Kante hier, wo es vibriert hat. Das ist die amerikanische Technik. Merkt euch das, Leute, wenn ihr mal Pfeilspitzen machen wollt. Was haben wir hier denn noch? Okay. Ich glaube, ich habe hier... Okay, nice, ich habe schon fast alles gefunden. Interessant. Es geht immer schneller, als man denkt. Die Welt ist groß, aber nicht so groß. Damit meine ich die Spielwelt. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko an. Ja, sorry, das musste sein. Ich habe keinen Bock zuzuhören. So. Habe ich damit alles... Ah, nee, das war noch nicht das Artefakt. Dieser Haken ist echt nützlich. Also dieser Seil, diese Kletter, dieser Seil... Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Diese Axt mit Seil dran auf jeden Fall. Geht's hier rein? Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Tja, da siehst du mal. Wenn du denkst, du sprichst im Namen von Gott, dann kommen die anderen Typen, die sagen, die sprechen im Namen von Gott und kämpfen gegen dich. An dieser Stelle möchte ich euch für eure Aufmerksamkeit danken. Denn bevor wir hierüber springen und in diese, wahrscheinlich in der nächsten Folge, in diese Kathedrale gehen, weil im Moment ist es ziemlich unausweichlich, dass wir...
Also der Flow, der sagt mir gerade, ja, mach mal die Story weiter und sammel mal nicht die ganze Zeit Sachen ein. Die meisten Sachen sammeln wir sowieso auf dem Weg, habe ich das Gefühl gerade. Und ja, von daher würde ich sagen, bis morgen. Danke für eure Kooperation im Bereich der sozialen Interaktion unter diesem Video. In jeglicher Form. Bitte nur nicht melden, das ist nicht sozial. Nein, danke. Das macht YouTube schon selber, wenn die irgendwelche Musik hier drin erkennen. Sollte eigentlich mal mir angewöhnen, dass wenn irgendwo, weiß ich nicht, einigermaßen bekannt wirkende Musik zu hören ist in einem Spiel, dass ich die ganze Zeit einfach durchquatsche. Aber das will bestimmt keiner. Das wäre ja dann noch schlimmer, als wenn die Musik ausgeblendet wird. Bis morgen. Tschüss.